Reisen, liebe Hornfamilie, wird in der Zukunft komplett anders sein. Wir werden es nicht mehr so erleben, wie wir es bisher erlebt haben. Make my business class great again. Das betraf die Crew und das fliegende Personal. Natürlich auch die Airports und wo man überall war. Das war natürlich im Endeffekt auch übertragbar auf Busse oder also Busreisen oder auf Kreuzfahrten. Aber da der Horn ja doch eigentlich eher ein Vielflieger ist, betraf es natürlich extrem auch das Vielfliegertum. Alle sind motiviert, keiner will mehr zu Hause bleiben, aber wir halten uns doch noch an gewisse Regeln. Das ist natürlich notwendig, um eben sich gegen Viren, speziell diesen Coronavirus, zu schützen. Mittlerweile wissen wir aber auch, es geht ja nicht nur um Coronavirus, sondern viele andere Viren und Bakterien. Da gilt es, sich zu schützen. Und das betrifft uns Reisende. Auch wir haben eine Verpflichtung. Auch wir haben eine Aufgabe zu erfüllen in der Zukunft. Und ganz ehrlich, ich erwarte von jedem, der unterwegs ist, der reist, der geschäftlich unterwegs ist, wie auch immer, dass er sich an gewisse Regeln jetzt hält. Also das bedeutet, wir haben wirklich gelernt, und das haben uns ja auch die Virologen extrem oft gezeigt, wie das Thema Händewaschen, was das anbelangt. Dass man also mindestens 10 Sekunden lang sich gründlich die Hände wäscht und nicht mal so ein bisschen Wasser macht. Also das heißt, wer in der Lounge ist und wer im Flieger unterwegs ist und auf Toilette war, der muss sich die Hände richtig waschen. Das ist nicht irgendwie ein Kavaliersdelikt, wenn man das in der Zukunft nicht mehr macht. Das finde ich, wer das nicht mehr macht, der sollte eigentlich dafür bestraft werden, wenn er es nicht macht. Weil er nämlich was macht? Einen Virus, ein Bakterium weiter verbreitet durch die ganze Lounge, durch den ganzen Flieger und uns Reisende, andere Reisende krank macht. Also wir erwarten, wir fordern sozusagen von Mitarbeitern in den Airlines, in den Lounges, in den Bussen, in den Kreuzfahrten, dass die zukünftig sauber arbeiten. Und das fordert der Horn auch ein. Ich hoffe auch ihr und viele andere Reisende auch. Aber es betrifft natürlich auch uns Reisende. Das heißt also, wir haben dieselbe Aufgabe zu erfüllen, wie das auch das Personal zu erfüllen hat. Wir müssen uns, wenn wir auf der Toilette waren, die Hände waschen. Und wir müssen uns die Hände waschen, wenn wir in die Hand genießt haben. Wenn wir das nicht jetzt direkt mit waschen, dann sollten wir Infektionsmittel dabei haben, dass wir uns die Hände desinfizieren können. Und noch besser ist das Motto, wenn jemand krank ist, ich meine, wenn er es nicht weiß, wir wissen ja auch, das gibt es, aber wenn er es weiß und er ist trotzdem auf Reisen, dann muss er einen Mundschutz tragen, damit er uns Reisende und die Mitarbeiter nicht ansteckt. Dass jeder sich an diese Regel zu halten hat. Und zwar weltweit. Das ist nicht nur ein Thema für Deutschland oder für Europa. Das ist natürlich speziell auch ein Thema für Asien. Denn ich habe es ja dort extrem erlebt. Der Horn hat dort Albträume erlebt. Gerade Hongkong. Ich weiß noch, wie ich dann beim Arzt war, wie ich diese Grippe hatte, Influenza A, mit dem Arzt gesprochen habe und der fragte dann, wo kamen Sie her? Ich sage, über Hongkong. Oh, sagt er, Hongkong. Für den war klar, Hongkong ist ein Hotspot für Virenüberträger. Und wenn man Hongkong sich angeguckt hat, den Airport, dann war das klar. Und Asien war ja prädestiniert dafür. Denn ich meine, auch dort, wenn ich daran denke, dass Asiaten oder Chinesen, auch wir Europäer oder Amerikaner, wie auch immer, aber speziell natürlich Asiaten, wenn die genießt haben oder wenn die mit diesem Rumrotzen und was die alles so machen, das muss vorbei sein. Ich hoffe, dass gerade die Asiaten oder speziell Chinesen aus Wuhan und so, dass die auch Vorbildfunktion haben. Dass es also in der Zukunft heißt, das kann so nicht weitergehen. Also wir Reisende, speziell wir Vielflieger, müssen Vorbilder sein. Aber ich fordere ganz klar von den Vielfliegerforen, wie sie alle heißen, da gibt es ja reichlich von, genauso wie ist die Forderung auch an alle Vielflieger, die Influencer sind, die Blogger sind, also von bis weltweit, die müssen Vorbild sein, wenn die jetzt keine Vorbilder sind, genauso wie alle anderen, die reisen, also auch nicht jetzt Blogger oder Vielflieger, sondern eben die Normalen, die zum Beispiel irgendwelche Modekatalogchen machen, wenn die unterwegs sind, die reisen ja auch gerne, ich sage nur mal Casey Neistat zum Beispiel, ist ja auch einer, der weltweit reist, wenn der nicht einmal in seinem Video einen Bezug nimmt auf Hygiene, darauf zu achten, die Hände zu waschen, zu niesen, zu husten in den Arm. Also Hygiene-Etikette, das gilt für alle anderen. Ich sage deswegen, wir müssen ab sofort Whistleblower sein. Wir müssen Whistleblower sein, wenn wir merken, es ist jemand krank und der geht an Bord oder der ist in der Lounge, dann seid so nett, geht zu ihm hin und sagt, bitte ziehen Sie eine Maske an. Sagen Sie, ich merke, Sie sind leicht erkältet, wären Sie bitte so nett und würden Sie einmal bitte die Hygiene beim Husten anwenden und dass Sie im Endeffekt auch Ihre Maske anziehen. Und dann ist es natürlich rauszukriegen, wie dieser ganze Ablauf läuft. Also wirklich, ich glaube, dass die Zeit reif ist. Und es ist natürlich auch wichtig, wenn man hustet, niest, in den Arm hustet und niest, dass man sich nicht die Hand vor den Mund hält. Also wirklich nochmal so eine deutliche Erklärung, wie wir das ja eigentlich jetzt jeder kennen müsste. Aber
Es muss auch eigentlich in den Schulen gebracht werden. Es müsste in den Schulen schon erklärt werden, wie man eine Hygiene macht, wie man, dass man sich die Hände wäscht. Dass, wenn jemand auf Toilette war, speziell sich die Hände wäscht. Ich habe ja schon zig Videos gemacht, also gerade auch die 10 wichtigsten Dinge, die ich habe, wenn ich unterwegs bin. Das blende ich euch gerne mal ein, nochmal zum Nachgucken. Was hat der Hon dabei, wenn er unterwegs ist? Dass man auf diese Dinge Rücksicht nimmt und dass man sagt, das braucht man und das braucht man. Und wenn man eben jetzt viel reist oder auch wenig reist, das spielt keine Rolle. Es ist notwendig für mich und für den anderen gegenüber. Und eine Maske, das wissen wir mittlerweile ganz klar und deutlich, eine ganz normale Mund- und Nasenmaske schützt uns vor einem, der krank ist. Das heißt also, wenn wir in der Zukunft jemanden sehen, der krank ist, dann wissen wir, der hat seine Hygieneetikette eingehalten, der hat sich an das Hygienegesetz gehalten und der ist uns gegenüber positiv. Das heißt, wir müssen die Menschen, die sozusagen uns schützen, denen müssen wir Applaus spenden und sagen, vielen Dank, auch mal ruhig sagen, Dankeschön, dass Sie eine Maske tragen. Deswegen, die Japaner haben es vorgelebt. Also deswegen sind Japaner extreme Vorbilder, weil sie das ja schon seit Jahren praktizieren. Die leben das ja regelrecht und schützen andere. Ich denke mal, wenn wir in der Zukunft jeder, und zwar jeder Reisende, der unterwegs ist, jeder Blogger und Vlogger, egal was für einen Bereich er macht, wenn sich alle, die unterwegs sind und in die Maschine reingehen, da überlegen, wenn ich krank bin, schütze ich andere, indem ich eine Maske aufsetze. Wenn ich krank bin, fliege ich am besten gar nicht. Wenn man krank wird, dass man auch mit den Airlines spricht und sagt, ich bin extrem krank geworden, ich würde ganz gerne den Flug stornieren, auf eine andere Geschichte umbuchen und auch bei den Hotels. Dass es möglich ist, das zu machen und dass natürlich Kulanzmöglichkeit da ist. Das könnte man alles in ein Hygienegesetz reinsetzen. Aber eins ist ja auch klar, da es nicht mehr so ist, wie es war, werden wir natürlich auch nicht mehr so weit im Voraus buchen. Denn ich meine, das müssen sich die Airlines abschminken. Es kann nicht sein, dass wir ein halbes Jahr voraus etwas buchen, unser Geld da bezahlen und gerade wie jetzt nochmal Thema Lufthansa, wo wir unser Geld nicht zurückbekommen. Diese Airlines, die eine saubere Kabine bieten, die also nicht nur punktuell Reinigung machen und die uns das belegen, die uns auch belegen, dass die Filter gereinigt wurden. Also all diese Dinge, diese Airlines, die müssen wir in Zukunft auch wieder buchen. Da macht es doch Sinn. Da ist doch für mich der Blick auf die Dinge ganz klar, indem ich sage, diese Airlines unterstütze ich gerne. Und dann muss man eventuell im Notfall statt First auch mal Business legen. Das ist der Hon dann bereit, wenn ich weiß, ich komme gesund von A nach B. Der Hon bringt ja die beste First Class. Da dürft ihr euch drauf freuen. Das wird noch hochspannend, dass man also dort, dass ihr wisst, wo gibt es denn eigentlich wirklich noch einen Top-First-Class-Service? Und für den müssen wir natürlich auch ein gewisses Entgelt hinlegen. Aber dafür ist der Service top und sicher und hygienebereit. Kurz zusammengefasst, es geht um das Hygienegesetz, was es unbedingt geben muss. Wir müssen uns alle Reisende, und dieses Video geht im Klartext ganz klar an alle Reisende, bitte achtet auf die Hygieneetikette, wascht euch die Hände, niest in die Armbeuge. Wenn ihr krank seid, müsst ihr euch etwas aufsetzen, damit ihr andere nicht ansteckt, damit wir in der Zukunft besser reisen können. Und wir werden die Airlines extrem beim Wort nehmen und wir werden es beobachten. Wer als Airline in der Zukunft nicht mehr sauber macht, der ist körperverletzend tätig. Wie sieht das eigentlich aus? Kann das Körperverletzung sein, wenn die Airline das bewusst macht, obwohl sie ja weiß, sie müsste besser sauber machen, aber sie tut es nicht. So, und für uns Reisende und für die Blogger, also nochmal, für alle Vielfliegerforen, für alle, die im Vielfliegersegment drin sind, Vielfliegerforen, Facebook-Gruppen, Instagram-Gruppen, wie sie alle heißen, und natürlich die Blogger, die im Instagram-Bereich tätig sind. Ich kann euch nur bitten, wirklich im Sinne von uns allen, wenn ihr mal was Gutes tun wollt, dann achtet bitte darauf, seid dabei hilfreich, indem ihr eure Follower darauf hinweist, dass die Hygienekette einzuhalten ist, dass ihr ein Hygienevideo macht, wo ihr dementsprechendes zeigt, damit man sich in der Zukunft eben schützt untereinander, dass wir eine Gemeinschaft bilden der Reisenden insgesamt und dass das Reisen wieder Spaß und Freude macht, denn da wollen wir doch zurückkehren. Ist ein Go! Hier bei der Hon Klartext. Abonnieren, liken und wiederkommen, logisch, bei der Hon und weiterempfehlen.